Mit dem Thema Küche und Haushalt und damit wir Ihnen dabei helfen, Ihren Haushalt zu erleichtern, haben wir heute das perfekte Produkt für Sie. Und zwar haben wir unseren Profi-Fensterputzroboter. Der übernimmt für Sie mit einem einzigen Knopfdruck die Hausarbeit für Sie beziehungsweise putzt Ihre Fenster wirklich wie beim Profi. Ja, und das ist so schön, weil so ein Profi normalerweise, er kostet ja ein Heidengeld, ne? Und dann überlegst du dir dreimal, ob du die Fenster putzen lässt oder ob du es nicht selber machst. Aber wenn du es selber machst, ist es so lästig, wenn du keinen Profi hast, ne? Also ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Das ist ja immer, also bei mir ist es immer ein Riesen-Act. Es ist ein Riesen-Act und vor allem, ich bin, um ehrlich zu sein, selber überhaupt kein Profi. Die Ergebnisse sind immer nicht zufriedenstellend. Wie ist es bei dir? Ich kenne das ja selber auch, dass man wirklich stundenlang zu Hause ist, mal den ganzen Samstag vielleicht opfert, damit die Fensterscheiben, die Spiegel und alles wirklich top geputzt ist. Und das Anstrengende an der Sache ist, dass es natürlich sehr viel Energie und vor allem auch Zeit in Anspruch nimmt. Und danach bin ich persönlich immer noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Oder gerade jetzt im Herbst, in Anbetracht der Tatsache, dass es sehr oft regnet, wenn man die Fenster gerade geputzt hat, kann man am nächsten Tag direkt gleich wieder loslegen, weil die Fenster dann schon wieder schmutzig sind. Es ist so lästig und du hast es richtig gesagt, das ist Zeit, die man opfert. Also das ist ein teures Opfer, was sie da hinlegen. Wenn Sie sich überlegen, okay, wann habe ich denn überhaupt Zeit zum Fensterputzen? Ein Zeitfenster von 3 Stunden vielleicht für alle glatten Oberflächen, die ich so habe. Was habe ich dann alles, was ich brauche? Okay, ich brauche meinen Lappen, ich brauche vielleicht so ein Fensterleder, vielleicht habe ich noch ein Mikrofasertuch, dann brauche ich natürlich noch entsprechend Wasser und hole mir ein kleines Eimerchen. Manche hantieren auch mit Zeitungspapier, habe ich gehört. Dies, das und jenes habe ich zusammengesammelt, dann gehe ich zur Fensterfläche Nummer 1, mühe mich ab, gehe von oben nach unten, habe Probleme mit dem Kreislauf, habe Knieprobleme und dann, wenn ich mit dem einen Fenster fertig bin, mache ich mit dem zweiten Fenster weiter und dann, wie du sagst, am nächsten Tag, es regnet und alles war für die Katz. Das ist ein Opfer, das lohnt sich nicht. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, uns die Arbeit eben von einem Fensterputz-Profi abnehmen zu lassen und wie einfach Fensterputzen jetzt ab sofort bei Ihnen zu Hause geht, das zeige ich Ihnen am besten gleich mal. Hast du Lust? Gerne. Oder du zeigst es noch besser. Du hast noch nie den Fensterputzroboter benutzt, oder? Nee, noch nicht. Na, dann jetzt bin ich mal gespannt, denn ich weiß, dass es wirklich mit einem einzigen Knopfdruck, der Ihre Hausarbeit für Sie übernimmt. Und Fensterputzen kann damit auch wirklich Spaß machen, glaube ich. Ja. Denn man muss es nicht mehr selber machen. Wir probieren das Ganze jetzt mal kurz aus. Genau. Und zwar... Also du setzt den Eimer an und dann schalten wir den hier an. Ganz einfach einen Knopfdruck. Okay. Und jetzt saugt er sich hier förmlich schon fest. Und jetzt kannst du hier mal gucken, bombenfest. Wow, der hält wirklich richtig fest. Der hält. Genau, kannst du dich drauf verlassen. Jetzt drücken wir auf Play und los geht die Fahrt. Wir können uns hinsetzen, wir können entspannt wieder weiter klönen und lassen den einfach seine Arbeit erledigen. Der macht das zuverlässig, also mehr muss ich nicht machen. Und so behalten Sie sich eine gewisse Grundsauberkeit, weil der Hit ist jetzt, wir müssen nicht mehr gucken, wann habe ich jetzt mal wieder Zeit, alle glatten Oberflächen zu reinigen, wann investiere ich diese stundenlange Arbeit, sondern ich setze den einfach an. Zum Beispiel jeden Samstag, wenn ich den Haushaltsputz mache, dann setze ich den an oder beim Kochen zum Beispiel oder jetzt beim Klönen, wenn wir gerade Besuch da haben. Ich setze den einfach an, der Rest passiert von selber. Und wir haben so viele Fensterflächen und so viele glatte Oberflächen zu Hause zu reinigen. Also denken Sie nicht nur an die Fenster. Und vor allem so ätzend zu erreichende Fenster, wie zum Beispiel mal so ein Dachfenster, was so schräg ist, wo du dich verrenken musst, wo du nicht weißt, wo oben und unten ist und die wird schwindelig. Nee, das sollten Sie tunlichst vermeiden, sich hier auch in Gefahrensituationen zu begeben. Wir denken auch an Spiegelflächen.
Wir denken auch an gefliste Flächen. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Mal so Glaskacheln hat man ja manchmal als Fenster. Auch gar kein Problem. So Mosaikflächen, überhaupt gar kein Problem. Dieser Fensterputzroboter ist eigentlich mehr als nur ein Fensterputzroboter und reinigt alle glatten Oberflächen bei Ihnen zu Hause von alleine. Das ist auch so eine Fläche, die wird häufig mal gerne außer Acht gelassen. Das stimmt. Ne? Ich finde, der kann ja wirklich alles. Gerade im Bad kann man den immer gebrauchen für voll. Gerade so Badfliesen oder auch für, ich habe einen ganz großen Spiegel bei mir im Bad stehen. Mhm. Das übernimmt natürlich die ganze Arbeit dann der Profi-Fensterputzroboter. Mhm. Damit kann man natürlich auch die Duschkabine reinigen. Gute Idee, richtig. Die Duschkabine auch mal reinigen lassen. Und der ist technisch, Sie haben das eben in dem Intro, wie wir immer so schön sagen, in den Bildern vorweg zu dieser Sendung, haben Sie es gesehen. Also wir sprechen hier von ausgeklügelter Technik, von Technik auf Profiniveau. Deswegen ist das unser Profi-Fensterputzroboter. Das heißt, er ist mit so guten Sensoren ausgestattet, dass eben die Duschkabinen kein Problem sind, obwohl wir da keine Abgrenzung haben, wie zum Beispiel an so einem Fenster. Und zum Beispiel ja, die eben so gefließte Flächen sind auch kein Problem, weil der einen Drucksensor verbaut hat, also den Druck dann automatisch anpasst, sobald da eine kleine Unebenheit ist. Da bekommen wir mal exklusiv einen Einblick von den Ingenieuren höchstpersönlich. Und Sie haben es ja gesehen, das sind Ingenieure, die da dran sitzen, die das wirklich austüfteln bis ins kleinste Detail. Das fängt schon bei diesem ersten Schritt an. Wie wird die Reinigungsmittellösung aufs Fenster gebracht? Das wird hier hauchzart dosiert, perfekt dosiert, sodass wir keine Wasserflecken haben, auch kein Wasser haben, was sich irgendwie im unteren Bereich ansammelt. Das kennst du bestimmt auch. Wenn du Fenster putzt, dann hast du im unteren Bereich. Oh ja, dann hat man da unten dann das ganze Wasser wieder und kann gleich wieder weiter putzen. Genau. Also irgendwie richtig. Sehen Sie, dass man selbst wirklich sehr viel Arbeit hat mit dem Fensterputzen. Und das ist natürlich sehr, sehr lästig, langfristig gesehen. Vor allem sparen Sie hiermit natürlich sehr viel Zeit und vor allem auch Energie. Und vor allem der Preis ist natürlich auch unglaublich, denn der kostet bei uns heute, aber nur im TV-Sonderpreis, nur 322 Euro. Und das ist natürlich eine einmalige Investition in Ihre Lebenszeit. Mhm. Denn dadurch haben Sie natürlich auch viel mehr Freizeit, die Sie zum Beispiel mit Ihrer Familie verbringen können. Oder Sie können ganz entspannt mal ein Buch lesen, während Ihr Fensterputzroboter für Sie zu Hause sauber macht. Und während Sie zu Hause vielleicht einfach mal ganz gemütlich entspannen. Das ist doch wirklich was Tolles. Also ich bin total begeistert davon. Denn das ist wirklich modernste Technik, würde ich mal sagen, zu so einem günstigen TV-Sonderpreis. Ich finde, das lohnt sich so richtig, Rebecca. Du sagst es, es lohnt sich. Wir haben die erste Fensterfläche übrigens schon fertig geputzt. Vielleicht haben Sie, also wir nicht, ne? Hat ja der Fensterputzroboter für uns gemacht. Aber Sie haben vielleicht ein Piepen im Hintergrund gehört. Das war das Signal. Ich bin jetzt mit der Scheibe fertig. Der ist ja intelligent. Der weiß ja, was er tut. Der weiß dann auch, wenn das erste Fenster fertig geputzt ist. Und dann brauche ich nichts weiter tun, als den am zweiten Fenster anzusetzen und dann wieder zu starten. Und dann kann ich mich ganz einfach wieder bequem hinsetzen und lass den seine Arbeit hier tun. So, ich komme mal wieder nach vorne und du hast es gesagt, das ist eine lohnende Investition, weil das ist so eine Investition, die ist langfristig und es ist so ein Standard dann ganz schnell zu Hause. Ja. Ne? Also wenn du den zu Hause hast, dann putzt du wöchentlich vielleicht mal die Fenster oder lässt sie putzen, lässt sie immer schön reinhalten. Und ich meine, wenn Sie zum Beispiel an den Waschmaschinenkauf denken oder an den Spülmaschinenkauf, haben Sie da auch nur eine Minute gezögert, ob Sie das kaufen oder nicht kaufen? Nee, es ist Zeit, die wir uns beim Waschen sparen, es ist Zeit, die wir uns beim Spülen sparen und wir sparen uns jetzt auch die Zeit beim Fenster- und Spiegelputzen, denn das übernimmt jetzt unser Profi. Jetzt zum TV-Sonderpreis müssen Sie diesen Haushaltsroboter zu Ihnen nach Hause bestellen, was ist eine ultimative Erleichterung und es ist zeitgemäß. Das ist das, was die Zeit uns jetzt heutzutage ermöglicht. Zeit, die Sie sich selber schenken können. Ganz genau. Und der vergisst auch wirklich keine einzige Stelle, denn der putzt wirklich perfekt für Sie. Das ist unser Profi. Den müssen Sie einfach haben für nur 322,99 Euro. Auf jeden Fall einfach mal gleich bestellen mit der Bestellnummer NX 60 57 und die 569. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß damit. Mit Ihrem neuen Profi-Fensterputzroboter.